langsam, ja, Hamburg ist vorbei und jetzt steht die Fahrt nach München an. Also vom Norden geht es dann in den Süden runter. Gleich kommt mein Mann dann irgendwann von der Arbeit nachher und kommt ein Kumpel zu uns. Dann holen wir noch einen weiteren Kumpel ab und dann geht es per Auto nach München, wo wir bei der lieben Grit übernachten. Und dann eben morgen uns natürlich wieder unsere Bayern anschauen, aber eben auch noch gemütlich Zeit mit Freunden in der City verbringen werden, abends noch gemütlich essen gehen. Ja, und da freue ich mich schon drauf und ich nehme euch einfach mal mit. Ja, so. Jetzt sind wir angekommen und haben auch schon den nächsten im Bunde eingesammelt. Das Feierbiest ist da. So, jetzt machen wir eine kleine Stadtrundfahrt durch die Mühle. Lohnt sich nicht. Nee. Alles nur im Sektenland hier. Sind wir angekommen in Allach. Unterwegs hatten wir schon irgend so eine Kontrollleuchte am Auto, die aufgeleuchtet ist. Ja, wir können jetzt aber nicht feststellen, was das ist. Jetzt ist auch keine Werkstatt mehr auf. Er ist aber noch fast 400 Kilometer, die wir da hatten, gut gefahren. Also gehen wir jetzt einfach mal positiv ran und sagen, das ist nur wieder so eine Fehlfunktion von der Leuchte. Das hatte ich nämlich kürzlich, oder das hatten wir schon mal. Und da wir nächste Woche eh mal langsam zum TÜV müssen, beziehungsweise im Oktober, und wir haben gesagt, ziehen wir das einfach Genau das vor. ist es. So, jetzt packen wir mal aus. Hier, die Männer packen schon aus. Halt, Mund. Und ich sehe, Grit hat uns auch schon gehört. Und dann gehen wir jetzt gleich So, mal. das Das ist hoch. meine liebe Freundin Steffi, auch hier aus München. Grit, ich guck mal hier. Also hier sind, ja gut, wir sind hier in Allach, ne? Also es ist Randgebiet von München, aber. So, ich sag, Grit muss auch noch mal hallo, meine andere liebe Freundin, aber die kennt ihr noch, weil die hatte ich ja schon mit zum Schiff und jetzt sind wir halt wieder hier. Ihre Yacht hat sie noch nicht abgeholt, die steht noch irgendwo, keine Ahnung wo. So, und da haben wir immer, hier haben wir immer ein ganz tolles Zimmer zum Schlafen. Grit überlässt uns immer ihr Schlafzimmer und die Matratze ist mega gemütlich und da freue ich mich nachher schon aufs Bett. Aber jetzt werden wir gleich erstmal was trinken. Grit hat auch noch zwei ganz tolle liebe Katerle, aber wo die jetzt sich rumtreiben, keine Ahnung. Ich guck Schwarzen mal. bestimmt. Nee, da war ich gerade. Im Schlafzimmer waren die nicht. Aber. Die Schwarze ist eingeloggt. Ja? Oh, ich gehe noch mal gucken. Aber hier steht auch schon so. Und wie ihr seht, Grit ist ein großer Fan von Ribéry. Kann man hier überall sehen. Aber ich habe die Katzen immer noch nicht gefunden. Ich gucke noch mal hier, ob sie hier drin sind. Manchmal verstecken die sich. Aber wenn nicht, irgendwann kommen sie schon raus und dann filme ich sie später mal. Da haben wir jetzt auch Josef. Das ist der Kater Josef. Ja, zeig da, Grit, das mal. Das muss er da kurz Ah. zeigen. Die sind hier so laut, die verschrecken die Katzen. Juppie, komm. Juppie. Juppie, lein da. Aus Allach. Man hört vielleicht schon, da drin ist schon High Life. Wir sind also alle schon auf. Es ist jetzt irgendwo was gegen 7:30. Ja, für uns geht es dann gleich, nachdem wir hier so ein erstes Käffchen getrunken haben,
in die City zum Marienplatz und dann dort im Richard essen, also frühstücken. Ja, und von da aus dann auch direkt zur Allianz Arena. Ich freue mich jetzt auf liebe Freunde, die schon unterwegs geschrieben haben, dass die in den Zügen sind und so weiter. Also das wird ganz cool. Ah, Eggie will auch noch. Ja, wie ihr seht, wenn wir zum Fußball fahren, sind alle durchgeknallt. Das war schon immer so. Und ich glaube, selbst jetzt, wo es ein bisschen ruhiger bei uns ist und wo wir nur noch ab und an fahren und auch nicht mehr so oft auswärts oder was, das sind Sachen, die bleiben irgendwie immer. Aber das ist auch das Schöne daran, weil wenn man zum Fußball fährt, kann man sich auch mal ein bisschen anders benehmen als zum Beispiel im Businessleben oder eben im normalen Alltag. So, ich gehe jetzt mein Kaffee. Guten Morgen, Melanie, der Kaffee schmeckt. Moin, Feierbiest. So, Florian ist noch nicht ganz wach, Steffi ist aber wach. Oh, yum, 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 yum. Grit ist auch wach. Jetzt sind wir direkt am Marienplatz. Wir warten jetzt hier auf die anderen. Die U-Bahn war, wie ihr gesehen habt, rappelvoll. Es ist heute Wiesenauftakt. Ja, und dementsprechend viele Touristen. Die ganze Gruppe, die ich vorhin aufgenommen habe, das waren ganz lustige Leute. Die kamen direkt aus Australien. Also man sieht, hier ist einfach ja, die Weltstadt mit Herz, wie es so schön heißt. Ja, und jetzt warten wir mal auf die anderen und dann gibt es Frühstück. Unser Frühstück ist jetzt da, die Hälfte unserer Leute noch nicht, weil die haben sich verspätet, Zug, Stau auf Autobahn, aber wir fangen einfach schon mal an und das Frühstück hier ist sowieso auch mega.
wo ist mein... So, jetzt gibt es erstmal hier was Leckeres. Beste Bier ever. So, mittlerweile sind wir ja auch alle vollzählig. Die anderen sind schon wieder fort vom Stadion, aber wir haben... Naja, was ist denn hier? So, so, ihr kommt alle ins Bild, wenn ihr wollt. Die wollen alle ins Bild. So, und jetzt sagen wir einfach mal... Nee, ich brauche das jetzt nicht. Mich kennen die schon. Prost! Auf uns! Auf die Säcke! Das ist also der Platz, der eigentlich ganz, ganz lange jedes zweite Wochenende fast mein Zuhause war. Mittlerweile fahren wir nicht mehr ganz so oft, weil eben verschiedene Sachen da jetzt gegensprechen und sich einfach auch beruflich und so weiter was verändert hat. Aber immer, wenn wir hier sind, ist immer schön, besonders dann eben auch mit Freunden. Und Grit hat dann immer vertretungsweise die Karte, da ist sie immer in guten Händen. Ja, jetzt ab und zu wird es noch mal vorm Spiel, jetzt werde ich noch ein bisschen filmen, aber während des Spiels eben nicht, weil das ist auch einer der vielen Gründe, weshalb ich nicht mehr so ganz gerne hier bin. Es sind so viele mittlerweile da, die beim Spiel eher filmen und mit dem Handy rumtabern und so, anstatt die Mannschaft zu supporten. Früher war das alles ein bisschen besser, auch wenn es hier immer schon anders war als woanders. Ja, es sind so ein paar Sachen, die halt traurig machen und ich selber möchte nicht so sein wie diese Leute, wo ich dann immer sage, na, muss nicht sein. Also ich filme, wie gesagt, gerne vor dem Spiel, mache ich auch meine Fotos oder so, wenn wir hier sind, auch unsere Selfies. Aber während des Spiels ist für mich das Handy komplett tabu. Sich dann die letzten Stunden komplett auf dieses Spiel konzentriert und kommen jetzt eben aus dem Hotel direkt hierher gefahren ins Stadion. Kommen die gar nicht mehr von derselben, ne? Machen die das noch so. Oh, my God.
das Kaufen wieder rein in den Lot, ey. Oh, ist gerade reingefallen. Oh. Ja, liegt da unten. Und der Präsi kommt auch. Anders läuft gleich aus zwei Bechern. Immer diese Versoffenen hier. Tiramisu und Latte Macchiato zum Nachtisch. Kalorien haben wir heute nicht gezählt. Besser ist das, weil so weit können wir gar nicht zählen. Moin. Feierabend ist auch schon wach. Ja, Lea. Frisch geboost. Da hinten pennt noch einer. Ja.
Kaffeemaschine rödelt. Beziehungsweise Latte Macchiato.